Na, auf welcher Map sind wir? Die Raver sind am Start und zwar auf Overpass. Da ist er wieder, Digga. Tomahawk am Start auf der Map DE Overpass, eine der meistgehassten Maps vom Team CSGO, Bro. Ihr könnt schon sehen, Luminosity Map Rekord mit 8 zu 2 gegen G2. Die Bombsites A und B sind hier anzugreifen. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie man da am besten vorgeht. So, es soll heute also um DE Overpass gehen. Und ich möchte euch ein paar Tipps und Tricks, um einen B-Side Go zu machen geben oder auch für einen A-Side zu taken. Das Team CSGO Bro ist natürlich absolut lächerlich auf dieser Map. Wird auch schon Aids Pass gecallt, Permaban am Start. Dennoch möchte ich euch ein bisschen verbessern, Boys. Und wir legen mal direkt los mit den Smokes auf B. Die erste Smoke soll hier landen in diesem Bereich und Leute aus dem Spiel nehmen, die diese Position hier spielen oder hier ganz Richtung CT-Spawn spielen. Wie werfe ich diese Smoke am besten? Und zwar hier vom T-Spawn aus stelle ich mich in diese Ecke, aime dann hier an diese Kante bis hoch zur Spitze des Leuchtturms. Safe Call des Leuchtturms, also des Fernsehturms. Die bauen dann genau hier hin und ihr könnt hier Short durch, ohne von der Waffe da geholt zu werden. So, weiter geht's. Auch schon öfter gesehen, die nächste Smoke. Ihr springt hier auf die Barrels, aimt an die Spitze des schönen Leuchtturms und werft die Smoke bounce dann auf dem Spot genau in diese Ecke. Ja, kann man drin planten, whatever. Auf jeden Fall schon öfter gesehen, kann man benutzen, ist jetzt nicht mein Favorite Smoke. Und deswegen machen wir direkt mal weiter. Dann wollen wir uns mal um die Barrels kümmern, die absolut lächerlichste Position im ganzen Game. Hier steht jede Runde so ein fieser Lappen, holt das Ace, was auch immer. Ihr kennt die Probleme. Dafür zwei Mollys. Erste Variante, Treppen runtergehen, an dieses Stück Holz hier gehen, Stück Plastik, whatever, an die rechte obere Ecke aimen. Dann habt ihr hier so einen komischen schwarzen Strich. Den geht ihr runter, bis ihr hier dieses Gitter von dem Abflussrohr, was auch immer hier trefft, dann macht ihr einen Sprungwurf. So, die Molly bounced hier auf den Barrels und jeder, der hier steht, muss zurückfallen, sich eine andere Position suchen. Super. Yep. Die zweite Variante ist meine Eigenkreation und ein wenig rush-freundlicher. Dazu geht ihr einfach diese Treppe runter, bis ihr genau, ja, jetzt habe ich es verpasst, diesen Bump hier merkt. Genau, ihr merkt ja diesen Huckel hier und wenn ihr unten seid, bleibt ihr stehen, eben zwischen diesen beiden Ziegelsteinen, hoch bis zur Mitte der ja, Zugschienen, was auch immer das ist, und dann ein Running Throw. So, die fliegt dann genau wunderbar dahin, in die Ecke rein. So, wenn jetzt ein Typ hier steht, sieht die Molly fliegen, fuck, ich brenne. Fuck, 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 ich muss weg. Wo renne ich hin? Hier hin. Das heißt, wenn ich jetzt noch hier auch noch einen Molly hinschmeißen könnte, das wäre doch der absolute Hammer. Und ja, es geht. Ihr geht hier auf B-Short, auf diese Paletten und aimt auf diese Strebe, geht weiter nach hier hin, wo diese Streben zusammenlaufen und ganz mal links klickt und bam. So, der Typ, der hat ein paar Probleme, wenn er dann hier zurücklaufen will. Nice. So, was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Smoke da oben in den Heaven rein. Dort erwartet einen natürlich immer der Demo mit der Autosniper oder mit der AWP. Und die Smoke ist von da hinten schwer zu werfen, weil die meistens ein bisschen tief landet. Deswegen kann man sich hier aufs Geländer stellen, mal gucken, ein, zweimal springen, wo man hin aimen muss. Und dann führt man so einen kurzen Wurf, Running Throw aus. Die sollte dann perfekt hier reinlanden. Ist eine Möglichkeit. Allerdings dauert die natürlich ein bisschen länger und ist nicht sehr schön. Deswegen gibt es eine zweite Möglichkeit. So, zweite Möglichkeit. Als der Zug gerade vorbeifährt, stellen wir uns in diese Ecke hier. Jetzt holen wir unsere Rauchgranate raus, aimen an die untersten schwarzen Kringel hier. Roten Kringel natürlich, von dem Leuchtturm und machen einen Running Throw. Sieht dann so aus. Die bounce dann wunderbar hier rein. Geht schneller, ist ein bisschen mehr Fixpunkt-like und ja, hier oben hat man dann eigentlich keine Chance mehr, irgendwas zu spotten. Wunderbar.
Ja, ich freue mich schon auf unsere CSGO-Bro-Matches, wenn wir hier die Rushes fahren. Hier geht's los. Und ich schmeiß hier diesen krassen Molly. Dann kommen hier noch eine Flash und hier noch eine Flash. Und das ist eine Fatamorgana Gedächtnisflash. Das macht gar nichts. Der Molly sitzt und wir rushen. Alles gesmoked. Das hier ist gesmoked. Wir können die Bombe planten. Heaven ist gesmoked. Und die Runde ist safe. Also das ist unser CSGO Bro B-Side Take. Macht euch darauf gefasst. Und wir schauen uns jetzt nochmal kurz A-Side an. So, dann schauen wir uns doch nochmal kurz die A-Side an. Wo wollen wir Smokes haben? Zum einen wollen wir Bank wegsmoken. Zum anderen wollen wir hier die Stairs wegsmoken. Oh, die ist natürlich jetzt kacke. Oh, geht noch. Und eventuell wollen wir hier eine Smoke haben, dass hier der Truck-Typ keine Chance hat, uns zu holen. Wie können wir diese drei Smokes werfen? Richtig, ich zeige es euch. Auf geht's. Also, wenn ihr Control auf Toilets habt, dann könnt ihr euch hier hinstellen, springt einfach auf die Bank, egal wo, aimt dann quasi auf den Kopf der Dame ein bisschen über das Schild und wirft dann einfach, die Smoke sollte dann genau hier bei den Treppen landen. Unser CT-Kollege hat keine Chance hier irgendwas zu sehen. Nice. Die Smoke für Stairs kann man auch von Long werfen, dafür braucht ihr natürlich auch Long-Kontrolle und Bank sollte vielleicht schon abgesmoked sein, aber ihr könnt euch hier vor diesen Pillar stellen, diese Kante aufleinen mit dieser Spitze von dieser Kugel, das heißt, ihr geht hier hoch bis hier, wirft dann und die sollte hier auch wieder ballern. Genau. So, ihr wollt natürlich auch den Truck wegsmoken. Dazu stellt ihr euch hier in diese Ecke und habt ihr hier diese weißen Steine ganz rechts am Rand, aimt ihr, geht hoch bis zum zweiten Seil und die Smoke bounce dann hier wunderbar auf den LKW und der Typ, der hier steht, hat keine Sicht mehr, kann nur noch hier peeken. Nice! So, zu guter Letzt, wie kann ich Bank smoken? Zwei Varianten, eine von den Toiletten, dazu ganz einfach hier in die Ecke stellen. Unser guter Leuchtturm hilft uns mal wieder. Wir haben hier diesen Ring daran an der rechten Seite, aim, einfach werfen. Die Smoke fliegt hier einfach perfekt in die Bank rein. Nice. Zweite Variante über Long. Ihr flasht hier einmal rüber, AWP blind, ihr springt durch. Ihr habt diese Laterne, ihr aimt an die Mitte dieser Laterne, wo hier dieser Knick ist. Dann aimt ihr an diesen Ball, geht beim Ball etwas höher, ein Tick nach rechts, lasst los. Die Smoke fliegt perfekt hier in die Bank rein. Das war es wieder. Also, A-Side sollte klar sein. CSGO Bro, beste. So, zu guter Letzt die Tomahawk Gedächtnis Smoke. Tomahawk in einer 1 gegen 2 Klatsch-Situation. Der Gegner weiß nicht, wo Tomahawk sich befindet. Tomahawk stellt sich hier an diesen Metallarm. Aimt dann bei diesem Bankschild hier, bei diesem Zaun, geht hoch bis hierhin, rennt dann vor, bis das K hinter diesem Zaun verschwindet. Also das ist hier. Und jetzt werfen wir dieses Smoke, bounce gegen den MTW und smoked Bank weg. Der CT steht auf A, sieht die Smoke kommen, erwartet Tomahawk von den Toiletten, aber Tomahawk geht auf B, plantet die Bombe, holt die Runde, easy clutch, easy win. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, ihr könnt Overpass jetzt ein bisschen besser spielen als das Team CSGO Bro. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Tomahawk.